wenn man wirklich ein Ziel vor Augen hat, dann muss man es halt in Augen behalten und einfach geradeaus durchgehen. Und dafür braucht man auch Selbstbewusstsein. Viel Glück, genieß es ganz doll. Das ist dein Auftritt jetzt. Das kann dir keiner wegnehmen, okay? Hab Spaß. Ja, los geht's. Wenn ich weiterkomme, dann ist es einfach ein Traum, der weitergeht und nicht endet. Sag mir, dass dieser Ort hier sicher ist und alles Gute steht hier still. Und dass das Wort, das du mir heute gibst, morgen noch genauso gilt. Diese Welt ist schnell und hab verlernt, beständig zu sein. In letzter Sekunde sorgt Alexandra nun doch noch für einen Zweikampf unter den Coaches. Wie heißt du? Ich bin Alexandra. Alexandra, und wie alt bist du? Ich bin 12 Jahre alt. Wahnsinn. Also wenn Lena nicht so wunderschön aussehen würde, würde ich sie jetzt würgen, weil sie in allerletzter Sekunde noch gedrückt hat. Das geht ja gar nicht. Ich kann dir nur sagen, wenn du es rockig haben willst, ich singe in einer Band, die heißt H-Blocks. Wenn du es soulig haben willst, ich singe in einer Band namens Söhne Mannheims. Ich weiß, wovon ich rede, wenn es darum geht, halt eben über Musik zu kommunizieren. Und ja, ich denke, dass man da auf jeden Fall noch eine ganze Menge halt eben deine Persönlichkeit rausholen kann. Aber da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass wenn du zu mir ins Team kommst, dass wir das schon schaffen werden. Gut, danke. Also ich habe mich in der letzten Sekunde umgedreht, weil es gab keine einzige Sekunde, in der du nicht perfekt gesungen hast. Und ehrlich gesagt, ich weiß noch nicht genau, wo dein Weg hingeht. Siehst du, deshalb musst du zu mir kommen. Aber ich würde es gerne mit dir ausprobieren. Könnte es eine Tochter Mannheims werden oder die Schwester Lenas? Ja, du hast jetzt die Wahl zwischen den beiden sehr hübschen Coaches. Ich gehe zu große Entscheidungen. Hier, du willst was machen, was es hier noch nie gab. Faszinierende Stimmen. Alter, was ist hier los? Der Kampf der Coaches. Ich werde einfach sterben, wenn du nicht in mein Team kommst. Das ist The Voice Kids. Gleich geht's weiter.
zurück bei The Voice Kids. Alexandra konnte mit ihrem Gesang Henning und Lena überzeugen. Tja, du hast jetzt die Wahl zwischen den beiden sehr hübschen Coaches. Ich gehe zu Henning. Ja! Endlich hat sich auch Henning das erste große Talent für sein Team gesichert. Ich schwör's dir, du wirst es nicht bereuen. Danke für den Mut. Sorry, Lena. Hast du mega gemacht, super geil. Und jetzt geht's weiter. Ja. Weiterhin viel, viel Glück. Ah, tut das gut. Wisst ihr, dass Henning sich umgedreht hat, als ich ihm gesagt habe, dass ich Gänsehaut habe? Du bist so ein Faker, ey. Ah, ich dreh durch! Henning ist halt unberechenbar. Und versucht da so durch die väterliche Ruhe die Kandidaten zu sich zu bekommen. Was leider bei dem einen oder anderen auch funktioniert.